Hallo. Hallo Neckarwestheim, hello Nuclear. Ich war hier schon mal, da war ich 19. Ich glaube, es war so ungefähr an meinem 19. Geburtstag. Habe ich Zivildienst gemacht zu der Zeit, war schon eigentlich relativ gegen Atom eingestellt, wie eigentlich alle, die so in meinem Umfeld waren. Und bin dann auf einer Busfahrt mit der CSU hier hingefahren. Und meine Gedanken in meinem Kopf waren, naja, bist ja schon mal neugierig, was die da so machen. Die können mir ja viel erzählen. Die haben dann auch viel erzählt, warum das sicher ist und warum wir da keine Angst haben müssen. Und ich habe wieder gedacht, ihr könnt mir viel erzählen, aber ich war ungefähr so drauf wie der Günther da vorhin bei dem Lied. So, und jetzt bin ich wieder hier, bin heute 63 geworden. Und von Neckarwestheim, da sind diese Fahnen. Danke. Ja. Auf diesen Fahnen steht... Danke. Auf diesen Fahnen, da steht Betrieb, Rückbau, Energiewende. Und da muss ich mich doch eigentlich drüber freuen, wenn ich damals die Atomkraft bestenfalls verlacht habe und schlimmstenfalls Angst vor ihr hatte. Aber es ist inzwischen ein bisschen was passiert und es ist eigentlich erst nach dem Unglück in Japan passiert, dass ich dann angefangen habe, mich ein bisschen zu informieren und ein bisschen zu lernen. Und je mehr ich darüber wusste, umso mehr hat sich das Bild gewendet. Das heißt, die Angst vor der Strahlung ist verschwunden, diese allgegenwärtige Angst. Ich habe verstanden, dass ein Reaktor nicht eine gezähmte Atombombe ist, die in einer Mikrosekunde explodieren kann, wenn man nicht aufpasst. Und ich habe noch was anderes gelernt, nämlich, dass sie notwendig sind. Die Anekdote ist, dass ich dann irgendwie 10 Jahre lang jeden Tag 30 Kilometer hin und 30 Kilometer zurück mit dem Fahrrad im Sommer gefahren bin zur Arbeit. Da war ich dann richtig stolz, weil ich gedacht habe, du tust was dafür, für die Zukunft der Welt. Und jedes Jahr habe ich dann eine Tonne eingespart. Eine Tonne CO2. Und diese Kiste hier, die spart eine Tonne in 3 Sekunden ein. Das heißt, die ganzen Jahre, die ich da geradelt bin, die habe ich jetzt hier schon verredet, was diese Kiste hier einspart. Deswegen finde ich es gut, wenn wir sie behalten können. Das war's.